Meine lieben Freund und MitbürgerInnen. Entschuldigung. Ein neuer Kanzler. Dass ich das noch erleben darf. Wobei, eigentlich regiert werden wir natürlich von... Ist so. Vor genau einem Jahr saß ich hier und habe gesagt... Meine lieben Mitbürgerinnen und MitbürgerInnen. Eigentlich war ich fest davon überzeugt, dass Corona im Januar vorbei ist. Aber 2021 fängt genauso an, wie 2020 aufgehört hat. Im verfickten Lockdown. Und was soll ich sagen? Auch 2022 beginnt. Entschuldigung. Unser deutsches Totalversagen in der Pandemie ist nur noch mit Drogen zu ertragen. Wisst ihr noch, im Frühling? Große Diskussion, Priorisierung. Wer wird zuerst geimpft? Wer muss warten? Man ging davon aus, dass sich alle impfen lassen wollen. Nein, Freunde, das hier ist Deutschland, das Land der Dichter und Querdenker. Auf die wurde Rücksicht genommen, statt auf die Vernünftigen. Du weißt, dass du alles falsch machst, wenn die Griechen und die Italiener sagen, warum kriegt ihr eure Impfquote nicht auf die Reihe, ihr unorganisierten Vollidioten? Als ich kurz vor Weihnachten im Erzgebirge die 2000er Inzidenz gerissen haben, gab's die berühmten Erzgebirgsengel auch als Impfgegner. Süß. Es gibt wohl auch einen als Intensivpatient. War aber ausverkauft. Kleine Ablenkung war der amüsante Wahlkampf. Baerbock gegen Laschet, gegen Scholz. Und am Ende gewinnt Scholz. Vor genau einem Jahr saß ich hier und habe gesagt, der einzige Kanzlerkandidat, der schon feststeht, ist Olaf Scholz. Im Nachhinein überhaupt nicht komisch. Warum hab ich so blöd gelacht? Hochverdient gewonnen, der Ampelmann. Merkt er auch schon, wie ein neuer Geist durchs Land zieht? Weniger Autos, mehr Fahrradwege, bessere Luft, weil es keinen Kohlestrom mehr gibt. Ich mach nur Spaß. Weil? Die doofen Grünen haben sich schön von der FDP übern Tisch ziehen lassen. Ein FDP-Verkehrsminister. Ich hatte mir gerade eine Flasche Shampoos aufgemacht, weil Andi Scheuer geht. Die musste ich vor Wut direkt an die Wand werfen. Kleiner Trost. Im neuen Ampelkabinett gibt es keinen einzigen Minister oder Ministerin aus Bayern. Yeah. Wenn wir noch mal eine Mauer bauen in Deutschland, dann zwischen Bayern und dem Rest. Da ist es auch gar nicht mehr so schlimm, dass Christian Lindner Finanzminister ist. Er wollte den Job unbedingt haben, weil... Da muss er nicht arbeiten. Das regelt ja alles der Markt. Was für ein Riesenarschloch! Der Markt ist, merkt man ja gerade an der Rekordinflation, alles wird unbezahlbar. Ich wollte Weihnachten eine Gans kaufen. Die war so teuer. Wir haben Renates Nymphensittich gegessen. Was noch? Ach ja, 2022 ist Fußball-WM in Katar. Ein Land, in das ich immer schon mal nicht fahren wollte. Und das mache ich auch. Ich wünsche euch trotz allem ein gesundes 2022. Wir sehen uns in einem Jahr, wenn es wieder heißt, 2023 fängt genauso an, wie 2022 aufgehört hat. Im verfickten Lockdown! Wenn ihr nicht wollt, dass ich euch am 1. Januar um 7 Uhr morgens rausklingle, abonniert den Kanal!
Okay. Dann klingel ich auch, aber ich brülle ein bisschen leiser.